Hallöchen Leute, einmal nur ganz kurz, ich hoffe ich kriege es kurz hin. Ich brauche mal eure Hilfe. Der sich mit C64-C128 auskennt und mit dem Laufwerk 1571. Es geht nicht darum, das Laufwerk zu justieren oder zu reparieren oder sonst irgendwas. Es läuft. Ich habe auch Disketten, die habe ich damit formatiert. Das habe ich noch hingekriegt. Ich habe hier drüber über den Pi 1541, was dann definitiv als 1541 Laufwerk erkannt wird, direkt, weil es emuliert, die GEOS hier oben geladen. Und mit GEOS konnte ich dann das GEOS auf eine Diskette kopieren und GEOS läuft. Das habe ich auch schon ein Video fertig gemacht, beziehungsweise teilfertig. Und das geht. Ich konnte die GEOS-Diskette auf eine richtige Floppy und von da aus starten. Das ging. CPM habe ich auch hingekriegt. Frag mich jetzt gerade nicht, wie ich das genau hingekriegt habe. Ich glaube, ja, da musste ich mir noch eine Anführungsstrichen Tastatur löten. Das zeige ich euch dann später nochmal, um das hinzukriegen. Um das CPM auf eine Floppy zu kopieren. Das ging. Aber sonst habe ich hier nicht ein einziges Image hiervon irgendwie kopieren können. Das Pi 1541 wird als echtes Laufwerk angesehen, als ein 1541 Laufwerk, aber ich kann nicht kopieren, egal welches Kopierprogramm ich versuche. Moment, das sind hier sind einige drinne, da sind einige, ich lese die jetzt nicht alle vor. Dann habe ich hier noch welche. Damit habe ich das alles probiert. Jetzt muss ich mal klarkommen. Da ist noch eins. Auf Festplatte habe ich noch vieles. Auf einer SD-Karte für den SD2IC habe ich noch genug. Damit habe ich es nämlich auch probiert. Ich kriege kein einziges Image. Egal ob Spiele, ob Programm, egal was für ein Image ich versuche zu kopieren auf dieses reale Laufwerk. Es klappt nicht. Und das liegt an der Software und das liegt daran, dass es ein 1571 Laufwerk ist. Entschuldigung. Ein 1571 Laufwerk. Viele Kopierprogramme können keine zwei Laufwerke. Und das ist hier eine zwei Laufwerkskonfiguration, das interne Laufwerk und der Pi 1541 oder SD2IC. Geräteadressen habe ich schon geändert, dass ich das interne auf Gerät 9 und den Pi auf 8 und andersrum und habe ich alles schon hin und her probiert. Es klappt nicht. Die Programme, die mit zwei Laufwerken umgehen können, gibt es welche, die wollen anfangen zu kopieren, hören aber irgendwie mittendrin komplett auf. Entweder vom normalen Floppy oder vom Pi. Egal wie rum ich das probiere, es fängt an und hört einfach auf, macht nichts weiter. Oder irgendwie sagt der Pfeil ist zu groß. Und das andere Problem ist, die Files sind alles 1541 Images. Und dann sagen die Programme, die Images bzw. von dem 1541 Laufwerk kann ich nicht auf das 1571 kopieren. Ist inkompatibel wie auch immer. Ob ich das nur vom SD2IC probiere oder vom Pi aus, es funktioniert nicht. Ich kriege kein Format irgendwie rüber. Ich finde meinen, bzw. ich weiß nicht, wo ich meinen PC 5,5 Zoll Laufwerk habe, was ich dann in einen älteren PC einbauen könnte. Damit könnte ich hier was machen. Das ist dann eine DOS-Diskette in den 128 und da gibt es ein Programm, was denn daraus ein das Image wieder auf eine echte Diskette zurückschreibt. Und ach, das ist alles so kompliziert. Oder ich müsste mit dem Originallaufwerk über einen Parallelport mich verbinden und das irgendwie versuchen. Das habe ich damals mal gemacht mit dem, wo ich den C64 angeteasert hatte. Den ich noch hatte, nicht den ich jetzt gekauft habe. Ich weiß aber nicht, wo die Laufwerke sind. Ich weiß auch nicht, wo meine Disketten sind. Und ich verstehe die Welt hier einfach nicht mehr. Es muss doch einfach möglich sein,
so ein dämliches Image, was als Laufwerk gemountet ist, als echtes Laufwerk, das als echtes Laufwerk funktioniert, irgendwie auf das andere Laufwerk drauf zu kriegen. Und das geht nicht. Nicht nur, weil das jetzt ein 1571 Laufwerk ist. Das kann doch nicht sein. Da muss man mal einer helfen. Ich habe auch schon bei Wiki gelesen, man kann mit Open und Close und irgendwie was das Laufwerk in den 1541 Modus versetzen. Das interne vom C128. Man kann es auch da wieder rausholen. Das habe ich auch probiert. Das funktioniert auch nicht. Ich weiß nicht, was hier los ist. Keine Ahnung, warum das nicht hinhaut. Ich muss doch. Ich weiß nicht, wie viele Kopierprogramme ich noch probieren soll. Ich weiß nicht, wie viele ich hier mache. Ich sitze jetzt schon seit 2 Tagen hier dran. Fast 24 Stunden bin ich dabei, nur Kopierprogramme zu probieren und zu machen und zu tun, damit ich irgendwie irgendein Sheet-Image auf eine reale Floppy drauf kriege. Es geht um dieses Zack McCracken. Es soll funktionieren über den Pi 1541, eine spezielle Version. Die habe ich mir auch mal gedownloadet. Ich habe das irgendwie geschafft. Ich frage mich nicht wie. Zumindest die Bootdiskette vom Pi auf das Laufwerk drauf zu kriegen. Und die hat gestartet und hat die nächste Diskette verlangt. Aber die nächste Diskette konnte ich nicht mehr kopieren. Hat er nicht als Laufwerk erkannt. Ich habe das Image gemountet, er hat es nicht als Laufwerk erkannt. Egal, ich verstehe dich nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Hat noch irgendjemand von euch da draußen irgendeine Idee oder einen Tipp, welches Kopierprogramm ich nehmen kann? Es muss doch irgendwie möglich sein. Mein Gott, das ist doch nicht so schlimm. Warum geht das nicht? Oder gibt es irgendwie ein, weiß ich nicht, ein Jumper oder irgendwas im internen Laufwerk, was ich umstecken kann, so dass es als 1541 läuft. ROMs kann ich leider nicht brennen. Das hätte ich ja gesagt, kann man die ROMs tauschen mit dem Laufwerk, dass das als 1541 läuft oder was. Sonst muss ich hier mal die Bude auf den Kopf stellen und mal gucken, wo ich meine Laufwerke gelassen habe. Und meinen anderen C64 und die Disketten und den ganzen Scheiß. Aber da habe ich absolut keine Lust zu, weil dann bin ich erstmal einige Wochen beschäftigt. Ja, gut, ich danke fürs Zugucken. Wenn da jetzt nichts bei rumkommt, dann mache ich das andere Video fertig. Und dann sage ich, dass das soweit nicht funktioniert. Geht nicht anders. Aber da kommt noch was. Okay, bis dann. Tschüssi.